Ahoi und herzlich willkommen zu einer weiteren Reisevlog-Folge hier bei Kreuzfahrtcamper. Ja, wir sind im wunderschönen Schleswig-Holstein noch, wollen heute aber die Elbseite wieder wechseln. Ja. Und das alles seht ihr nach unserem Intro. Morgens 7:30 in Schleswig-Holstein, genauer zu sein, in Rheinfeld-Holstein. Wir sind gerade aufgestanden. Und was darf der Marcel jetzt machen? Der darf jetzt Brötchen holen. Der soll in 450 Metern oder in 400 oder in 350 Metern, ich muss mir überlegen, wo ich langlaufe. Muss auf jeden Fall mein Handy mitnehmen, damit ich mich nicht verlaufe. Mal sehen, was er mir Leckeres mitbringt. Genau. Was mache ich? Du kümmerst dich um alles andere, um Frühstück, um Rührei, um Tee, um Kaffee und alles, was dazu gehört. Genau. Und dann würden wir sagen, werden wir erstmal in Ruhe frühstücken und dann werden wir euch erzählen, wo es heute hingehen soll. Und schon ist es 9:30, Zeit für einen Knoppers. Nein, wir haben uns ja gerade fertig gemacht, haben noch mal ein bisschen rumtelefoniert. Man merkt immer noch, man hat so ein bisschen Nachwirkungen bei dem Verkauf des Bullis. Ja, aber eigentlich ist es jetzt, ich sag mal, geschuldet, wenn dann an der VW-Bank leider. Ja, wie immer. Das ist, die sind ein bisschen sehr strange, muss man sagen, bei Financial Service, wie sehr richtig heißt. Wir wollen ja den Namen, wenn schon richtig erwähnen, ne? Ja, aber da werden wir euch weiter auf dem Laufenden halten, wann der Haken wirklich ganz fett dran ist. Für uns theoretisch ist er dran. Aber also eins steht fest, das Geld haben wir schon. Also von daher, das ist schon alles erledigt und es wurde auch schon von, wo wir es verkauft haben, auch schon alles bezahlt. Also das ist auch alles durch, aber jetzt geht es halt um den Brief. Genau, da gibt es noch der ein oder andere Nachwirkung. Wir haben jetzt eine Vorwirkung, denn unser Auto wird sich fort bewegen. Wir haben ca. 1,5 Stunden Autofahrt vor uns. Wir werden jetzt schon Schleswig-Holstein wieder verlassen. Wie gesagt, wir haben ja ein bisschen was erlebt hier. Mhm. Wir haben euch nur kurz was gezeigt. So den ganz offiziellen Start, den haben wir einfach für euch dargestellt im letzten Video. Und jetzt wollen wir mal wieder zurück an die Elbe. Da, wo im Endeffekt die letzte Reise mit dem Bulli aufgehört hat, wollen wir irgendwie unsere richtig erste Reise, denn das andere war ja immer nur ein Tagestrip oder so, aber unsere erste Reise, die wollen wir da natürlich auch weiterhin beginnen lassen, wie auch immer, genau. Durchführen. Und wir sind gespannt, ob es klappt. Wie gesagt, es ist wirklich voll, selbst dieser Platz, wo nur 5 Wohnmobile erlaubt waren, standen 6. Wir haben Bilder von Fehmarn ja, wie gesagt, gesehen, wir haben auch von anderen Bereichen, es ist überall voll. Wir sind gespannt, ob unser Platz aufgeht, wenn nicht, müssen wir uns eine Alternative suchen. Das werden wir auch machen, also das ist ja alles kein Problem dann. Genau, jetzt heißt es fahren, dann heißt es wieder Müll entsorgen, das ist auch eine wichtige Sache. Und ja, dann sind wir mal gespannt, ob wir in Niedersachsen einen schönen Platz finden. Das kriegen wir hin. Es hat geklappt, würde ich sagen. Ja, Gott sei Dank, unser Plan ist wirklich aufgegangen. Wir sind in Holland Tweetenfleet. Genau. Keine Ahnung, ob das hier ausgesprochen wird. Für mich ist es immer Tweetenfleet. Genau. Also ist es so, die Parkplätze sind im Endeffekt immer getrennt. Man hat im Prinzip aus, ich weiß nicht, wie viele hier sind, aber aus so und so viel hat man die Hälfte gemacht. Also 50%. Machen wir das Beispiel. Hier sind zum Beispiel 3 Stück auf dieser Seite. Und genau nebenan ist das Flatterband. Das zeigen wir euch auch nochmal. Wir gehen natürlich auch nochmal raus. Ja. Wir hoffen ja mal, dass das Wetter einigermaßen passig ist. Also das ist schon mal wunderbar. 5 € kostet das hier. Ist also sehr gut bezahlbar und dafür, dass es dann in Niedersachsen erlaubt ist, finde ich das toll, dass man das so macht. Genau. Wir haben auch Grünendreich, wo wir normalerweise früher immer mit unserem Bulli gestanden haben. Das haben wir uns auch angeschaut. Selbst da haben sie das so gemacht, dass es abgesperrt ist. Mhm. Das heißt, und da ist es auch zwingend notwendig gewesen. Ich habe es mal gelesen, irgendwann waren die da zu 18 für wo 12 Leute gerade hin können. Also sie haben wirklich dicht an dicht gestanden. Das geht hier nicht. Das haben sie gut gemacht und das ist wirklich super, dass ihr das so macht hier in Niedersachsen. Weil wir sollen Abstand halten und trotzdem kann man es aufmachen. Das hätte man schon viel früher machen können, muss man auch sagen. Definitiv. Aber ich glaube, das geht allen. Alle sagen so, Mensch, wir haben alle Entzug und wir hätten da auch schon alle viel eher mal los können.
Aber so ist es nun. So, Dalle, wir haben es jetzt 11:27 Uhr. Wir müssen mal schauen, was wir jetzt alles so noch treiben werden. Wir werden wahrscheinlich auf die Wetter-App jetzt als erstes schauen, ob wir gleich rausgehen oder ob wir das erst später machen. Ja, es ist halt leider überall ein bisschen, naja, regenwolkenlastig, aber wir werden das schon irgendwie. Genau. Deshalb, unsere Wetter-App ist, also nicht die von Apple, die gerade nicht, aber andere Wetter-Apps sind gerade unsere besten Freunde, weil wir halt dann nachschauen. Also, seid gespannt, was ihr als nächstes zu sehen bekommt. Wir sind es nämlich auch total. So, wir waren sehr produktiv. Wir mussten ja nochmal ein Video machen, weil wir ja viele Kommentare bekommen hatten zum Thema, die LED-Scheinwerfer sind nicht fernlicht. Doch, sind sie, haben jetzt ein für alle Mal veröffentlicht das Video. Wer jetzt noch Fragen hat, also fragen durfte, aber wer jetzt immer noch sagt, ist nicht, sorry. Ja, Nicht das. mehr bei uns, wir wollen das nicht. Wir wollen jetzt auch das Thema wieder wechseln. Wir sind ja immerhin an der Elbe und wenn wir an der Elbe sind, wollen wir auch ein bisschen vor die Tür gehen. Regnet nämlich gerade nicht, liebe Kinder. Ich fühle mich jetzt gerade echt wie bei Kika an hier, bei Dönitzer. Ja. Sendung mit der Maus, Auf jeden die Fall Sendung mit dem Klaus. laufen hier die größeren Pötte vorbei. Ja, definitiv vorbei, kommt gerade keiner. Naja, vielleicht kommt ja nachher noch einer. Das Dann zeigen wir können, euch das. genau, das können wir wieder filmen. Ja, wobei große Pötte. Kreuzfahrtschiffe gibt es ja nicht, die Die sind in nicht, Kiel. aber dafür andere schöne. Andere Pötte Ja. und wie gesagt, hier ist es schön. Ich sehe Löwenzahn, wo ich gerade Kindersendung genannt habe, Pusteblume. Und ja, wir werden mal ein bisschen spazieren gehen. Nimm euch da mit und ja, dann sehen wir mal, was der Tag noch so bringt. Ist wieder da. Ja, das ist auch jetzt unser zweiter Versuch, weil den ersten mussten wir abbrechen. Ja. Wegen I hat es geregnet. Naja, in dem Moment war ich wieder fleißig und habe im Endeffekt den ersten Teil von unserer Videoreihe gedreht. Ja, und jetzt Geschnitten, ne? Nicht gedreht. Gedreht haben wir es vorhin. Gedreht hast du und ich habe geschnitten und schnippschnapp alles ab. Nein, auf jeden Fall, jetzt ist Klärchen da, jetzt sind wir belohnt und wir sind hier keine 200 Vielleicht. Meter, 300 Meter. Von dem Parkplatz? Ja, 500 Meter. Naja, schon ein bisschen mehr. Ein Also paar Meter sind weg. ungefähr, naja, so 800 bis ein Kilometer ungefähr. Auf jeden Fall relativ Es ist nicht so weit zeitfordernd. Sind wir jetzt direkt an der Elbe? Ihr hört das Klatschen und Platschen. Und hier ist ein schöner langer Strand. Hier gibt es auch einen Parkplatz da oben, aber da kannst du nicht übernachten. Deshalb lohnt es sich nicht. So, und da drüben, da ist ein Leuchtturm, was verkauft worden ist, ne? Ja, genau. Habe ich in der Reportage gesehen, dass das versteigert wurde. Und zwar haben sich das ja viele
angeschaut. Wir können ja mal in die Richtung gucken. Ich weiß nicht, ob man den sehen kann. Ich weiß nicht, jetzt nicht so genau. Das Schiff seht ihr. Und dann müsste das so ein bisschen rechts daneben sein. Der Marcel macht jetzt gleich ein Foto, der blendet uns das dann ein. Auf jeden Fall haben sich das ein paar Interessenten angeguckt und man konnte diesen Leuchtturm dann auch käuflich erwerben. Der Nachteil ist dabei, er ist sanierungsbedürftig und ja, was soll ich sagen? Ist mitten im Naturschutzgebiet, dementsprechend gibt es da sehr hohe Auflagen. Also, und du darfst wahrscheinlich nicht mehr drin wohnen, oder? Nee, drin wohnen darf man nämlich auch nicht. Also das ist auch verboten, weil es halt mitten im Naturschutz ist. Also wenn ihr mein Haus haben wollt, was ihr nie besuchen könnt, dann ja, kauft euch doch diesen Leuchtturm. War auf jeden Fall ganz interessant. Oder ist der schon verkauft? Ich glaube, dass der verkauft ist. Ich dann weiß es nicht. Also halt die Leuchtturm. Haben sich den besichtigt, das habe ich gesehen. Ja, dann haben wir da hinten noch einen Atommeiler. Da hinten irgendwo. Dann seht ihr auch mal den ganzen Stand da hinten. Und irgendwo ist ein Atommeiler, ist aber aus der Entstade. Das ist ganz gut, sonst würden wir strahlen. Aber wir strahlen jetzt auch so sehr. Ist doch noch an. Aber vor Freude strahlen ist wir. Doch noch an. Ja, wir werden noch ein bisschen weiter spazieren gehen hier, schön an der Elbe. Und ja, mal sehen, was wir noch so sehen werden. Ne? Ja, das waren unsere kleinen Strandszenen hier. Andere fahren an den Lago Maggiore, an St. Peter-Ording, nach La Boe. Ist auch schön, alles gut. Ist alles schön, aber wir fahren einfach nur in die Nähe unserer schönsten deutschen Stadt, genannt Hamburg. Für uns, nicht? Muss man ja immer dazu sagen. Wieso für uns? Das ist ganz nach internationalen Regelungen. Ah, okay, gut, ja. Muss ich das nochmal wiederholen? Na gut. Es ist eine der schönsten Städte. Wir wollen, es gibt noch viele andere schöne Städte, aber hier muss man sagen, im Norden ist das mit einer... Für Kiel, uns auf jeden Fall, ja. Die Kieler werden sagen, Kiel ist doch viel schöner. Die Lübecker werden sagen, Lübeck ist viel schöner. So hat jeder seins und wir haben unseres. Genau. Ja, das Schiffchen fährt in Richtung Malibu. Wir gehen Richtung Malibu. Der Sack vom Kapitän hat uns nämlich nicht mitgenommen. Aber nicht zum Ort Malibu, sondern zu unserem Malibu. Ja, Malibu Beach wäre jetzt ein bisschen weit. Und dann fährt das Schiff auch in die falsche Richtung. Das müsste ja da lang fahren. Das müsste wieder raus, ja. Ja, gut. Jetzt haben wir genug gelabert. So viel Dönecken und dusseliges Zeug, dass wir jetzt zum Malibu gehen. Dann los. Damit ihr auch mal die Sachen hinterm Deich seht, wo Otti wohnen würde, wenn wir hier in Friesland wären. Aber nein, das ist hier das alte Land. Wir haben die das Blüte. Das olle Land, ja. Das olle Land, ja, ist gerade. Nee, richtig, das alte Land. Ist gerade richtig olle, weil die Blüte haben wir leider verpasst wegen Corona. Wir wollten das unbedingt mal ansehen und ja. Hat leider nicht geklappt. Wir wissen ja alle, wir durften dieses Jahr nicht, also... Vielleicht wird es dann nächstes Jahr, weil das ist richtig schön, was da haben wir noch eine Windmühle da hinten, in dem Sinne, so... Man kann auch schön durch die Plantagen dann durchlaufen, also das ist auf jeden Fall zu wandern auch hier nicht so ganz so verkehrt. Einen Stellplatz gibt es ja leider nicht, sowas musst du dann am Bodensee, dann hast du einen Stellplatz dann mittendrin in den Wald-Sachen. Das ist richtig, aber in der Ernte. So ist es ja auch ganz schön, ihr seht die grauen Wolken da hinten. Deshalb, es wird wirklich Zeit, wir müssen zum Malibu. Na dann, los. Wir sind wieder drinnen. Es regnet. Es regnet mal wieder. Aber das stört uns nicht, weil man sieht da, Stefan macht Essen. Genau, ganz gemütlich ja. Jetzt hier. Und jetzt hat er gerade mitbekommen, jetzt muss ich mal gucken, wie ich das hinbekomme. Hier ist nichts drinnen. Total leere. Naja. Das werden wir während des Essens dann füllen. Ich in der Zeit, ja, mache ein bisschen Render, damit ihr das Video, was ihr schon gesehen habt, auch sehen konntet. Und ja, soweit das Essen fertig ist,
melden wir uns wieder, weil da müssen wir anstoßen mit euch zusammen auf einen doch relativ schönen Tag, auch wenn es immer mal wieder regnet. Aber das stört uns ja nicht. Bisher ist ja gelungen auf jeden Fall. Essen ist fertig. Stefan hat sich sogar einen Salat gemacht. Ist es eigentlich das neue schon oder ist es noch das alte Basar? Nein, ist noch das alte. Ist noch das alte. Ja, das verbrauche ich erst. Jo. Heute gibt es Hähnchen mit Blumenkohl und Nudeln. Und dann für mich nachher nochmal ein Eis. Schiffchen gucken. Jetzt kommt auch wieder ein bisschen Sonne raus. Wir haben aber schon gehört, in anderen Regionen in Deutschland ist es plötzlich 1:1 dasselbe wie hier. Regensonne, Regensonne. Naja, nicht dabei, dabei haben wir noch nicht mal Aprilwetter. Ja, wir stoßen auf euch an. In diesem Sinne. Guten Hunger. Guten Hunger. Allein deswegen hat es sich schon gelohnt, eine Aufnahme zu machen. Psst. Abgewaschen haben wir, abgetrocknet haben wir. Wir waren fleißig. Wir waren sehr fleißig und jetzt ist etwas, warum wir so sehr die Elbe lieben, warum wir so gerne hierher kommen. Ich weiß gar nicht, ob man das schon sehen kann. Nee. Ihr seht, ein ganz kleines Schiffchen, total kleines Schiffchen. Noch ist es klein, aber wartet mal ab, gleich wird es richtig groß. Genau, das ist nämlich, oh Gott im Himmel, ich habe den Namen vergessen, HMM St. Petersburg. Das ist mit einer der größten Containerschiffe. Es ist nicht das größte, aber das Ding hat alleine, oder das Ding ist alleine 400 Meter lang. Obwohl, es passt gerade mal zwischen uns. Hier, machen wir die, ne? Passt genau zwischen uns. Also, das sollen 400 Meter sein, muss ja nicht so weit. Ja. Und dann 62 Meter breit. Also, 400 ist, glaube ich, das längste, was es so gibt. Das ist schon echt ein dickes Ding. Letztes Jahr gebaut worden, hat 232.311 Tonnage. Wow! Alter, jawohl. Falter. Was für ein monströses Ding. Aber es passt genau zwischen uns. Das finde ich sehr lustig. Also das ist ja irgendwie eine Verarsche von diesen Schiffen, oder? Wir schauen uns das jetzt mal genauer an, und zwar wenn es dran ist. Genau, mach mal. Gott sei Dank, ich habe die Kamera von nicht. Ich mach die Kamera wieder dahin. Obwohl, da habe ich einen Schatten in der Fresse. Sieht auch nicht so aus. Ich wollte gerade sagen, das sieht komisch aus. Ja, wie gesagt, wir haben euch jetzt dieses Schiff gerade gezeigt. Das ist wirklich doch beeindruckend. Was mehr beeindruckend ist, ist eigentlich dieser Schornstein, wo ich mir denke, alles klar, das war, ich will nicht wissen, wie viel. Also das ist auf jeden Fall reine Umweltverpestung, muss man ehrlich sagen. Also so fair muss man sein. Auch wenn es gigantisch ist und echt toll anzusehen ist, aber das, was natürlich an Umwelt hier... Aber ich frage mich, wenn das mit Elektro fahren soll, wie viele kleine Schiffe müssen hinterher fahren, wo die Batterien drin sind? Das funktioniert ja überhaupt gar nicht. Das ist halt schon also, da alles wird schwierig. Die Welt wird sich echt umstellen müssen. So, wir gucken mal auf die Uhr. Wir haben es jetzt genau 20 Uhr. Liebe Leute, das soll es auch schon in diesem Video echt gewesen sein. Wir haben euch mal ein bisschen was gezeigt. Wir sind weiter. Das war es auch von der See. Wir fahren morgen noch Richtung Soltau, da die Ecke, werden aber nicht filmen. Ist mal wieder ein Tag für uns. Und dann soll es aber bald weitergehen mit einer Dreierkonstellation. Ja, es gibt ein besonderes Video, nämlich im Malibu zu dritt. Genau, dazu haben wir ein Bett, was nicht dazugehört, aber das ist gerade so. Ist egal, aber wir wollen euch das mal erzählen und auch mal berichten, wie ist es denn eigentlich so, das Leben über eine gewisse Zeit zu dritt in diesem, ich sag mal, für uns großen Fahrzeug? Für viele, aber für viele eher, andere auch ein kleines Fahrzeug. Genau, insgesamt so 4,5 Tage sind wir unterwegs. Genau. Ihr kennt ihn sogar schon, ist nämlich unser Kamerakind. Der Torsten, genau. Der ist wieder mit am Start. Also das wird schon lustig werden. Natürlich, wie gesagt, Kamerakind steht dann hinter der Kamera. Außer wir zählen ihn einmal davor.
Das werden wir aber nur unter Mal seiner sehen. Einwilligung unter Alkoholeinfluss Ja, machen. mal gucken. Nein, so schlimm wird es nicht werden. Wie Nee. gesagt, aber jetzt soll es das gewesen sein. Ich hoffe, euch hat das Video wieder gefallen. Ihr habt ein bisschen Einblick gehabt. Kommt hier gerne an die Elbe. Ist richtig genial, macht immer Spaß. Gerade wenn die Sonne uns so Wollte ich richtig. vorher sagen, das Wetter, das macht jetzt natürlich richtig gute Und Laune es ist gerade. wieder so, wie in Kiel, wie in Laboe oder wo Ja. wir waren, immer abends kommt die Sonne und das ist doch schön. In diesem Sinne, bleibt uns gewogen, bleibt gesund, allzeit gute Fahrt, schöne Reisen und wir sehen uns schon bald wieder beim neuen Video auf unserem Kanal. Kreuzfahrtcamper. Ciao, ciao. Tschüss.